Eine Kandidatin braucht ein Imagevideo. Also ist Pia Steinrücke mit zwei Kameraleuten unterwegs, um einen Film zu drehen. Wohnen gehört zu ihrem Konzept dazu. Beste Aufnahmen finden sich im Hanseviertel. Mobilität ist ein weiterer großer Punkt. Mit dem Lastenfahrrad geht's zum Zoppen und von dort aus weiter in die Innenstadt. Ohne Kultur ist alles nichts. Stippvisite am Theater. Denn irgendwann ist Corona wieder vorbei. Und neben dem Theater gibt es natürlich viele andere Bühnen in Lüneburg, die bespielt werden und die Stadt pulsieren lassen. Die Arbeit in den Stadtteilen hat sich schon jetzt vorangebracht. Nun will sie unter anderem einen Stadtteilmanager für die Innenstadt einstellen. Deshalb ein kurzer Stopp am Salino, dem Stadtteilhaus am Stern. Von dort aus weiter in den Kurpark. Dort ist sie am Wochenende von der SPD mit überwältigender Mehrheit zur Kandidatin gekürt werden. Und ganz klar, im September will sie Lüneburgs Oberbürgermeisterin werden.